Und damit wieder willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück. Will nicht mehr. Wir gehen in die Leichenhalle heute. Yay. Wird traumhaft. Ganz bestimmt nicht schrecklich. Ist ja recht. Der wird schon wieder ganz kirre. Ist ja gut. Da führt schön Blut hin. Macht doch bestimmt Spaß, da reinzugehen. Wir gehen erstmal den weniger blutigen Weg. Auch wunderschön. Oh, ich erwarte ganz Schlimmes. Ganz schlimme, schreckliche Dinge. Und das kann es nicht anfingern. Wir sollten uns ein bisschen von dem grünen Nebel auf jeden Fall fernhalten. Oh, ja. Es wird hell. Was? Was hat? Why are all these dead? Where am I? What's happening? Help! Anybody! Jo. Ach, frag mich auch mindestens dreimal die Woche, warum meine Motivation tot ist. Nimm das. Noch was? Three days now. This is ridiculous. Why doesn't someone come to this room? Hey! Anybody! Am I all alone here? Help! Help! I'm so tired. If I sleep, then I'd wake for this nightmare. If not, I pray my heavenly father will take me in my sleep. Ja, im Schlaf sterben. Ich glaube, das versteht mich nicht falsch, aber das wünscht sich, glaube ich, jeder. Nicht, dass er überhaupt im Schlaf stirbt, sondern im Alter einfach einschlafen und einfach nicht mehr aufwachen, keine Schmerzen haben, keine, nicht irgendwo sonst wie draufgehen. Einfach im Schlaf einschlafen. Einfach im Schlaf. Das war jetzt wieder super. Nee, einfach einschlafen und nicht mehr aufwachen. Ein ganz friedlicher Tod. Das wär schön. Toll. Hi. Komm gleich zu dir rüber. Ich lese erstmal diesen Zettel. Ach, ich darf wirklich lesen. Okay. Seuchenausbruch. Die mysteriösen Todesfälle unter den Bediensteten und Gefangenen konnten endlich aufgeklärt werden. Es scheint, dass die Abflusskanalisation, die vor kurzem zur Nutzung als Transportweg geöffnet wurde, von einem eigenartigen giftigen Pilz befallen ist. Die Krankheit scheint extrem schnell in den Opfern ausgebrochen zu sein und sie breitet sich im ganzen Körper aus. Einige meiner Männer und ich wurden selbst glücklicherweise von diesem Urteil verschont. Aber es ist klar, dass das Ganze mein weiteres Vorankommen verhindert. Die Gefangenen sterben schnell und ihre verschmutzten Lebensessenz hat nichts an mehr... ohne Brille lesen. Und ihre verschmutzte Lebensessenz hat nicht die Energie, die ich suche. Ich muss sofort anfangen, einen Impfstoff zu entwickeln. Ja, nehme ich gerne den Impfstoff. Den habe ich gehört, brauche ich auch. Noch ein Zettel. Impfstoffversuche. Der Impfstoff, der meinen Männern ermöglicht, in den pilzverseuchten Kanalisationen zu arbeiten, ist ein voller Erfolg. Leider habe ich nur einen der Bediensteten das Mittel erhalten, dass sich die Prozedur als schwierig erwies. Die anderen werden umkommen und schließlich werde ich mehr von ihnen erschaffen müssen, um meine Experimente weiterführen zu können. Eine Spritze geimpften Blutes wirkt lange genug als Schutzschild, um die Kanalisation ohne Infektionsrisiko zu durchqueren. Das genügt zum Gefangenentransport. Oh, da ist wieder so ein Ding. Da wird es gleich wieder hell. Moment. Warum habe ich jetzt schon die zweite Flasche vor dem Zeug gefunden? Das möchte ich nicht. So, hell.
Ich fürchte um Daniel. Er ist so leichtsinnig. Er ist vom sich nahenden Schatten verunreinigt und wird das Tor nicht durchschreiten können. Wird er das akzeptieren können? Mein Lieber, ich habe das Böse in ihm gesehen. Wie soll ich ihm die Wahrheit anvertrauen können? Welch Ironie, dass ich ihm das Gleiche antun muss wie Agrippa mir. Blick nicht durch. Will da nicht hin. Das ist kein Zettel für mich. Sind es tote Ratten? Okay. I hear you breathing, Daniel. Do you hear me? Have you changed your mind? Toll. Ein Nackerteil. Was? Was? Eine Leiche in der leichten Hand ist nur einen Tag alt. Boah. Das feine kupferne Rohr in der Leichenhalle. Dann habe ich ihn das angefingert. Wann? Ein kupfernes Rohr in der Leiche. Wann? Wann? Welches kupferne Rohr? Das hier jetzt die... Wenn ich nicht wüsste, welcher Teil... Welchen Teil der... Ach, warte mal. Das da. Da kam es wie die Schuppen vor den Augen. Oder so. Oh, jetzt beruhig dich. Ja, recht. Mal die Tür dazu. So, bevor ich das mache, gehe ich in die anderen Räume, oder? Okay, Blutspur hier, Blutspur da, ist eigentlich voll wurscht. Okay. Okay. Das wird nicht besser. Also, solange alle liegen bleibt und keiner aufsteht, bin ich glücklich. Ja recht, du magst keine Leichen, Daniel, ich weiß. Ein bisschen umschauen muss ich mich trotzdem. Okay. Nur zur Sicherheit. Ey, wenn ich das hier mit dem kombiniere, kann ich kombiniert werden, wenn ich das hier mit dem kombiniere. Das kann ich wirklich. Immer noch nicht. Wenn ich das hier mit dem kombiniere? Wenn ich das hier mit dem kombiniere? Nein. Okay. Ich brauche ja irgendwas Hammerartiges, ne? Oder ein Stein. Nimm einen Stein. Ja, nimm den. Funktioniert nicht. Nimm den Hammer. Nein? Okay. Okay, okay. Uns fehlt dann scheinbar noch was. Also das Einzige, wo wir noch nicht... Ja, wir haben uns von dem anderen auch noch nicht so wirklich geschaut. Magst du nicht? Ich weiß. Alles gut. Irgendwas ähnliches wie ein Hammer. Würde ich jetzt behaupten. Ich meine, ich würde einfach einen Stein nehmen, aber was soll's. Blümchen. Nicht die Blümchen. Okay. Ja, das findet er jetzt ganz uncool, ich weiß. Okay.
dringt nicht in den Schädel ein. Ja, es kann doch auch woanders hin, oder nicht? Müsste ja was sein, was ich in mein Inventar aufnehmen kann. Boah, das ist schon echt widerlich, ne? Aber da ist nichts. Nimm den Kerzenständer. Habe ich irgendwas, die ist nur einen Tag alt, das macht mich immer noch fertig. Ja, das passt. Okay. Warte mal, das kann auch, ne? Aber das kann ich nicht aufschieben. Ist kein Schub. Kein Schub. Ist halt gar nichts mehr drin. Cool, dass ich das bewegen kann. Ich liebe es. Ja, ich würde jetzt hier einfach einen Hammer nehmen, ne? Aber das mag er nicht. Das tut er nicht. Ist schon wieder ein bisschen deppert. Ja. Ups, das wollte ich nicht. Ist alles nicht sonderlich hilfreich. Ganz komisch, dass ich zwei Räume habe, in denen ich absolut gar nichts habe. Und absolut nichts machen kann. So, mal auf dem halben Weg eine anzünden. Kann ja nicht schaden. Alles gut. Und halt alles nur Knochen, da liegt ein Hammer. Ein Schraubenzieher, eine Säge. Was ist denn los? Ja, ich meine, ich kann den Hammer nehmen, aber ich kann ja nichts damit anfangen. Ich schaue die ganze Zeit auch am Boden, da liegt aber nichts. Nett. Ich verstehe es nicht. Warum verstehe ich immer manche Sachen hier nicht? Ich bin wahnsinnig. Ich würde ja immer gern alles verstehen. Schaue ich noch mal. Jetzt steckt irgendwo was drin. Mager zwar nicht. Also ich finde ja das hier immer noch eigentlich am, wie sagt man, einleuchtendsten, dass da was ist. Gut. Aber auch hier? Bis auf ein bisschen Holz, bis auf ein bisschen Körper. Ein paar Morden. Sehe ich hier nichts. In den Dingern nicht. Ups. Na, wobei, mach aus. Auch. Das wäre jetzt noch meine zweite Vermutung gewesen, dass vielleicht in einem der Körper was drinsteckt. Was ich nutzen kann. Wow. Jetzt geht's aber mit dir durch, hey. Jetzt geht's mit dir durch. Alles gut. Beruhig dich mal. Hat dem jetzt überhaupt nicht gedauert. Ja. Ich weiß nicht. Sind wir ja weit gekommen jetzt. Nicht. Ich würde ja, kann ich was entkombinieren? Okay. Nein, mein guter Bohrer.
Mhm. Nicht? Yeah. Bin ich jetzt geimpft? Yeah. Jetzt will ich da aber ne... Oder nee, ich gehe lieber in die Ecke. Alles gut, bin ich nicht. War so klar. Geh doch das andere Tor oder so. Nicht hier lang. Ich fürchte, hier ist nicht dunkel genug. Ist ja gut, ist recht, alles gut. Ich hab so eine fucking Gänsehaut. Ist gut. Beruhig dich mal. Oder das Zeug vielleicht nicht so anschauen, das mag er nicht. Mal die Wand wieder gerade. Ups. Okay. Ach, fuck, das hilft aber unserem Geistigen. Das habe ich letztes Mal schon. War ich das letzte Mal schon zu dumm für? Das heilt nur unseren körperlichen Zustand. Nicht aber unseren Geistigen. Schnell raus hier. Uiuiui. Ja. Ich finde, das ist das Einzige, was mich im Spiel ein bisschen, was heißt nervt. Aber da war die ganze Zeit keiner. Wie soll da jetzt ein Monster hingekommen sein? Wie? Verrat mir das. Das ist schwer zu glauben für mich, dass da jetzt auf einmal ein Monster rumtrappst. Wo ist meine Brücke? Da oben. Kommen wir wieder runter. Jetzt muss ich da runter. Da will ich auch nicht hin. Ne, weil das Monster, es müsste ja durch eine der geschlossenen Türen gekommen sein. Entweder durch die oder die. Dann müsste sich das Monster gedacht haben, oh geil, da ist er leider. Geh doch mal hoch. Dann denkt sich das Monster, ah, Brücke, geh mal drüber. Ja, ja, da kann man hin. Ja, ja, machen wir die Tür auf. Und dann geht es dahin und findet mich. Das hinkt. Das hinkt sehr, finde ich. Ich mache so 0,0 Sinn. Henry Bedlow hier kam zum Unterricht, die Wut seiner Mutter an sich tragend. Er weinte nie. Stattdessen brachte er einen zum Weinen. So sind Schmerzen. Du wirst entweder traurig oder wütend. Henry entscheidet sich immer für Letzteres. Der wütende Herr Henry. So. Dann gehen wir doch mal in die Kanalisation. In der nächsten Folge. Ich will nicht. Jetzt gerade im Moment möchte ich das nicht. Ich gehe jetzt einkaufen. Dann packe ich Plätzchen. Dann esse ich sie. Ah. Okay. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.